eine Maschine war im Landeanflug auf dem Flughafen Düsseldorf. Der Co-Pilot hat gemeldet, dass der Pilot nicht mehr fliegen kann wegen einer Lebensmittelvergiftung. Und bei der Landung kam es dann zu einem Flugunfall. Die Maschine ist dann abgekommen von der Start- und Landebahn. Das Bugfahrwerk ist abgebrochen, ein Triebwerk ist in Flammen aufgegangen und es gab mehrere Schwerverletzte und Verletzte. Es ist gesetzlich vorgeschrieben, alle Flughäfen müssten alle 2 Jahre eine umfassende Übung machen. So eine Flugunfallübung, die Vorbereitung dauert ca. 6 bis 8 Monate und Beteiligte ca. 350. Wir sind ja Werkfeuerwehr, dann Berufsfeuerwehr, Notärzte, Rettungswagen, da muss ja alles Hand in Hand gehen. Damit nicht irgendwie jetzt ein Rettungswagen kommt und sich irgendeinen schnappt, müssen wir genau wissen, wer wen wohin transportiert. Unsere Aufgabe war, dass wir Leute zur Verfügung stellen, die geschminkt werden in Form von Kopfplatzwunden, Hämatome, Frakturen, Fällungsverletzungen. Die wurden dann auch gebrieft, wie sie sich zu verhalten haben. Es wird auf jeden Fall die ganze Zeit nachgefragt, ob weiterhin alles in Ordnung ist oder ob sich was verschlimmert hat und sonst eigentlich alles im Gehbereich. Uns ist total wichtig, dass wir erstmal alle Verfahren und Maßnahmen im Gefahrenabwehrplan des Flughafens auf den Prüfstand stellen. Neben dem Zusammenspiel zwischen der Berufsfeuerwehr und der Werksfeuerwehr und weiteren Rettungskräften legen wir einen besonderen Fokus auf die Interaktion der Betreuungsteams im Hintergrund für unverletzte Passagiere und Angehörige, die dann auch zum Einsatz kommen. Bisher kann ich sagen, bin ich sehr zufrieden. Die Auswertung an sich wird sich natürlich jetzt über Wochen hinziehen. Die vergleichen wir erstmal mit den Übungszielen, die wir im Handbuch festgehalten haben. Und die Erkenntnisse werden dann auf einer To-Do-Liste zusammengeschrieben und sukzessive abgearbeitet. Frei nach dem Motto, es ist nicht so gut, dass man es noch besser machen könnte. Und in der Form werden wir dann alles noch umwandeln.